Dann schauen wir mal ein bisschen der Kitty zu. Mann, jetzt haben wir extra den Ronny und die Clementine hier rangeschleppt und dann. Ja, Kitty, du schaffst das. Wow, Kitty, hallo, nicht so schnell. Geht total ab. Ja, gut. Sie muss nach Hause. Yay! Und Julie ist wieder da und hat Geld mitgebracht. Das freut mich. Wollt ihr euch noch begrüßen? Nein. Oh, Moment. Befördert zur Berufspianistin. Julie wurde befördert und ist jetzt Berufspianistin. Okay, 9 Simoleons mehr. Sie hat zudem folgenden Bonus erhalten: 1282 Simoleons. Klassisches Antikklavier. Nächste Schicht. Okay. Oh, Leute, wir haben 10.000 Simoleons. Aber ganz ehrlich, die können wir in nächster Zeit auch sehr gut gebrauchen. Wirklich sehr, sehr gut. So, du kannst dir hier dieses köstliche Gericht nehmen, während ich einmal den Mülleimer hier in diese Ecke verfrachte. Dann kannst du erstmal ein bisschen was essen. Ja, müde bist du auch, ne? Sonst hätte ich gesagt, kannst du vielleicht noch. Oh, hallo Clementine. Schön, dass du einfach hier. Ja. Schön, dass du einfach hier reinkommst und den Kinderkanal schaust. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Yeah. Kennen die sich überhaupt? Nee, fröhlich vorstellen, die kennen sich ja gar nicht. Nimm mal dein Essen mit, genau, dann kannst du dich hier zusetzen. Kanal schauen. Haben wir nicht irgendwo aktuellen? Nee, Kinderkanal, das ist er doch. Hey, du! Wer bist du denn? Ja, ich bin die Julie. Oh, ich werde aber schon langsam echt müde. Ja, quatsch mich bloß nicht voll. Ja, das Essen schmeckt auch nicht. Kopfschmerzen habe ich auch. Oh, schön. Schauen wir hier den Kinderkanal. Finde ich ja super. Oh, Clementine hat Spaß. Das ist schön. Das freut mich. Bist du denn sehr müde? Oh ja, ist sie. Na, bei euch ist es ja ganz schön dreckig. Der Müll stinkt schon total. Aber ich glaube, du musst langsam mal ins Bett. Ja. Ich mag auch Football. Und du? Ja, Football ist so lustig. Clementine, bitte, ich esse hier. Ich möchte meine Ruhe, ja? Dein Gequatsche ist keine Musik für meine Ohren. Ich finde das ganz furchtbar, was du mir hier erzählst. Ja. Ich räume jetzt erstmal meinen Teller weg. Du gehst nach Hause. Ich gehe pennen. Und dann passt das schon. Oh Gott, dieses ranzige Haus hier, was ich versucht habe zu bauen, darf ich noch gar nicht zeigen. Ich bin aber auch noch nicht fertig. Ich habe nur ein bisschen angefangen. Es gefällt mir aber nicht. Und dann schaut euch mal dieses schöne Häuschen an. Ist das nicht schick? Da muss ich gestehen, das habe ich natürlich runtergeladen, das habe ich nicht selbst gebaut. Da wohnt auch jemand drin. Kann man die Personen eigentlich sehen? Ich glaube nicht, ne? Ja, da wohnt jemand drin. Ich möchte aber noch nicht verraten, wer. Vielleicht treffen wir die Person ja mal. Wäre auf jeden Fall schön. Oh, unsere Kuhpflanze hat schon wieder Kuchen produziert. Das ist ja ganz wunderbar. Was hast du vor? Oh, nein. 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 Du kannst lieber hier Frühstück servieren. Von mir aus Pfannkuchen. Du isst auf gar keinen Fall diese blöde Kuhpflanze. Ach, diesen blöden Kuchen. So geht's ja nicht. So, ja, was braucht man für Pfannkuchen? Eier, Mehl, bisschen Milch. Ja, Wasser oder Öl, ich weiß nicht, was es ist. Ja, also ich sehe es gar nicht ein, mich zu beeilen. Ich pfeffer und salze lieber den Pfannkuchen. Ja, und rühre noch ein bisschen um. Sieht ganz gut aus. So, jetzt brauche ich noch eine Pfanne. So, da kloppe ich das einfach alles rein. Ja, ich werde noch eine Spitzenköchin, ganz bestimmt. So, dann kannst du danach erstmal was essen. Du schläfst ja sowieso noch ein bisschen.
Was hast du da zu meckern mit der Pfanne? Passt es dir wieder nicht, meine Liebe? Kommt da jetzt noch irgendwas? Oh, oho, na das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. So, packen wir das mal in den Kühlschrank. Hier stehen auch noch die Reste rum. Ach, die können eigentlich weg, ne? So, musst du denn samstags arbeiten? Ja, musst du um 10 Uhr. Ja gut, haben wir aber noch ein bisschen Zeit. Können wir noch duschen? Ja. Können wir noch duschen und uns eventuell um die Pflanzen kümmern? Sag mal, spricht sie im Schlaf? Ja, ne? Oh, ich träume von Julian. Und reichen Männern. Und von Julian. Ach, ich vermisse ihn irgendwie. Ja, die Zeiten waren noch schön, als er mein einziger war. Und du denkst dir auch nur so, ist klar. So, können wir das mal ein kleines bisschen vorspulen? Damit du nämlich danach direkt in die Dusche gehen kannst. Boah, ganz ehrlich, das mit dem Essen, das dauert immer mega lange, ne? So, und dann können wir sie wieder füttern. Oh, hier können wir eine weiterentwickeln. Nein, nicht Samen kaufen. Nein, nicht Samen kaufen. Weiterentwickeln. Oh, die hier sieht nicht gut aus und die ehrlich gesagt auch nicht. Danach können wir nochmal alles bewässern. Oh, Julie räumt wieder auf. Oh, sie muss das dreckige Geschirr hier wegbringen. Und muss um 14 Uhr los. Boah, 14 bis 21 Uhr, das ist auch heftig. Das ist echt krass. Und müsstest auch mal duschen, ne? Kannst du danach zur Toilette gehen und danach kannst du duschen? So, ich darf mich jetzt wieder hier mit der Kuhpflanze beschäftigen. Oh, die ist ja echt stressig, ne? Muss man ja mal sagen. Und gierig ist die, ne? Das ist ja unglaublich. Echt. Ich überlege aber wirklich, ob ich die nicht mal in den Vorgarten stelle. Irgendwie so richtig hier hin. Wer weiß, wen die dann so alles fressen würde. Wäre bestimmt spannend. So, die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Ja, ganz ehrlich, Leute. Aber wann soll ich denn mal an diese ausgezeichneten Pflanzen kommen? Also ich meine, wie ist denn hier die Qualität? Hübsch, sehr hübsch. Oh, das klingt schon mal gut. Und die hier ist hübsch. Und die hier ist sehr hübsch. Na, das ist schön. So, bewässern haben wir schon. Dann können wir da noch jäten. Mm, sie kann eigentlich alles ernten danach direkt. Also das ist wirklich eine richtig intensive Sache hier mit den Pflanzen. Muss man ja mal sagen. Wobei ich ja auch mal wieder Kristalle suchen möchte. Das hat ja so viel Spaß gemacht. Das fand ich echt toll. Und du bist selbst sicher in der Dusche, ne? Ja, das wäre ich auch. Wenn ich duschen würde und deinen Körper hätte, würde ich mir auch jedes Mal denken, oh, geil, Brüste, geil, Arsch. Da-da-da. Ah, hier läuft wieder die fiese Oma, die uns letztes Mal angezickt hat, weil wir da ein bisschen rumgegraben haben. So eine blöde Alte. So, was für ein Level hast du eigentlich? 7? Oder, oh ja, Level 7 hat sie jetzt. Das ist schön. Das freut mich. Also, du bist fertig und möchtest jetzt endlich was essen, ne? Ja, ich habe mir gedacht, jetzt bin ich auch mal dran. Also, ich kann ja nicht immer nur alles hier wegräumen. Ich werde jetzt erstmal meinem Liebsten eine Nachricht schicken. Naja, meinem Julian-Liebsten. Kann sie nicht beides gleichzeitig? Ich hatte gehofft, dass sie sich jetzt hinsetzt und währenddessen ein bisschen, bisschen auf dem Handy rumtippt. Nee, komm, dann iss mal bitte. Oh, Pfannkuchen. Ja, die sind ja super für meine Figur. Aber zum Glück haben wir Fitnessgeräte. Ja. Die sind aber ganz schön eklig. Ich könnte mir vorstellen, dass Julia die gemacht hat. Ja, wahrscheinlich sogar. Zur Arbeit gehen. Brave Julia, gehst du ganz von alleine. Oh, Kitty. Kitty ist da. Hey, was hast du? Sanft küssen. Nein, ich glaube nicht. Komm rein, Kitty. Komm rein. Ja. Ha,
Haben wir mit dem eigentlich schon rumgemacht? Mit dem Tobias hier? Ach nee, das ist ja auch ein alter Mann. Hey, Kitty! Willst du nicht reinkommen? Ja, komm mal rein. Aber flirte mich bloß nicht an. Möchtest du jetzt erstmal bitte weiter essen? Ihr könnt auch währenddessen quatschen. Unverschämte Geschichte erzählen. Oh, mutiger Anmachspruch. Nee, ich möchte die unverschämte Geschichte. Jetzt setzt sie sich erstmal wieder hin. Aber Kitty checkt es natürlich nicht und setzt sich nicht zu uns. Oh, sie ist angespannt. Ja, ja, stell dir mal vor, die Polizei hat mich mal aus dem Club abgeholt, ja, weil ich da so richtig Terror gemacht habe. Hm, ich wollte da Party machen, dann hat so eine andere Bitch aber Stress angefangen. Und dann haben sie die Polizei gerufen. Ist unglaublich, oder? Ja. Oh, du hast Nackenschmerzen? Nee, das interessiert mich überhaupt nicht. Nee, nee, quatsch mich mal nicht voll hier, Kitty. Mir geht's total gut. Nur weil du schlecht drauf bist. Süße Nichtigkeiten. Nein, ich glaube nicht. Oh, wir lernen sie kennen. Das ist bestimmt super. Gnadenlos kitzeln. Oh, das möchte ich gerne sehen. Das Essen muss einfach so widerlich sein. Uhu. Na, ich schaufel mir das einfach mal rein. Bla, 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 bla. Oh. Oh ja, aber ich kann über deine Witze lachen, Kitty. Ich kann wirklich immer über Kittys Witze lachen. Das ist ja der Witz an der Sache. Was macht sie jetzt? Ah, sie stellt es da hin und jetzt wird gekitzelt. Ah, ah, oh, oh, boah, wie Kitty wie sie gerade geguckt hat. Total gruselig. Oh Mann. Oh, wie hat sie denn gerade geschaut? Hey. Witz über Pantomimen. Komm, wir machen. Oh, Julian. Oh, Julian kommt. Oh nein. Nein, nein, nein. Hereinbitten. Es ist schön, dass du da bist, Julian. Das Problem ist, wir haben gerade jemand anderen hier. Huch, Residenz im Austausch gegen Arbeit. Julia muss für ihren Aufenthalt in der Künstlerresidenz Farmaufgaben erledigen. Doch beim Haken des Gartens hat sie sich Blasen an den Händen geholt. Jetzt hat sie Schmerzen beim Halten des Pinsels. Da stellt sich die Frage, soll sie die Arbeit vernachlässigen oder sich abhärten? Nein, sie härtet sich natürlich ab. Und ist dann wahrscheinlich total unzufrieden. Die ersten paar Stunden fällt es schwer, unter Schmerzen zu malen. Aber schließlich hat Julia den Dreh raus und beendet ihre kreative Arbeit sowie ihre Aufgaben. Na, das ist ja schön. Das freut mich. Sag mal, flirtet ihr da jetzt? Über Bindungsangst reden? Oh, oh. Du, Kitty, ich möchte mich nicht festbinden. Also zumindest nicht an dich. Nee, lieber an meinen Macker, der steht da draußen. Ach, Julie, dafür habe ich doch Verständnis. Hm, ja, ja. Ja, also von mir aus können wir uns auch trennen, oder? Ja, ich weiß ja nicht. Oh, ich glaube nicht, dass die Kitty sich trennen möchte. So wie sie hier gerade quatscht, das hört sich nicht unbedingt so an. Oh, Julian kommt rein. Oh, oh. Oh, oh. Gibt es jetzt Stress? So, was machst du denn hier? Ja. Was hat sie vor? Zurück... Was? Zurück... Was? Zurück nach Hause? Sie muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja, aber... Ich möchte noch ein bisschen... Ein bisschen... mit Julian Spaß haben. Selfie! Fotobomb Kitty drängt sich ins Bild. Aber sie hat das scheinbar gerade gar kein Problem mit, ne? Über Interessen reden. Wir quatschen einfach mal mit ihm. Tag fragen ist immer schön. Ach, wir könnten es hier nochmal probieren, dieses Bitten in die Wolken zu schauen. Oh,
Ich hoffe, die Kitty bekommt es nicht mit. Oh, die Mülltonne müssten wir vielleicht auch mal aufheben. Oh, aber schon fühlt sie sich unwohl. Och Mann, warum? Süß. Oh, guck mal, die Wolken. Die haben die Form deiner Brüste. Ja, was sagst du dazu, Julie? Ja, am besten gar nichts. Ach, Julian, es ist so schön mit dir. Wir drehen sogar unseren Kopf synchron. Ja, ja. Ach, wie süß. Das ist ja irgendwie toll. So, ich glaube aber, du musst jetzt echt zur Arbeit, ne? Es tut mir wirklich leid. Oh, ihr steht sogar synchron auf. Yay, umgezogen. Sehr schön. So, du gehst jetzt zur Arbeit. Oh, mit dem hatten wir doch auch mal was, ne? Stopp, wer ist das? Jonas Weber. Ach nee, mit dem wollte ich rummachen. Aber er wollte nicht so ganz. Kann es sein? Und sie muss angespannt auch noch zur Arbeit. Und Kitty ist im Pool und denkt sich so, ja, okay. Keiner mehr da ist. Dann gehe ich halt in den Pool. Komm, Kitty, geh mal bitte zur Kuhpflanze. Oh, macht sie das? Nein. Oh, schade. Oh, schade. Ich hätte das jetzt zu gerne gesehen. Was ist denn hier los? Warum läuft denn die Zeit gerade nicht schnell, frage ich mich. Wo doch beide bei der Arbeit sind. Was ist denn hier los? Stopp mal. Sonst läuft doch die Zeit immer automatisch schnell. Und die quatschen jetzt hier total rum und haben Spaß mit dem Tonklumpen. Oh Mann, ey, wenn die wüssten. Wie, warum steht denn da, was, normal arbeiten? Na, sie ist doch bei der Arbeit, oder? Was ist denn da los? Bei der Arbeit. Ja, das verwundert mich. Die beiden bleiben so lange hier und die Zeit läuft gar nicht so schnell wie sonst. Aber okay. Wir können da auch nichts machen. Wir können das... Ich bin gerade verwirrt, aber gut. Dann schauen wir einfach mal, was die beiden hier so treiben. Die tanzen. Ich glaub's ja nicht. Echt, Kitty und Julian, oh Mann. Dabei ist die Julie so gemein zu euch. Das ist doch unglaublich. So, und du kommst wieder um 21 Uhr und du um 19 Uhr. Ja gut, aber ich kapiere es immer noch nicht. Aber vielleicht sollten wir echt ein bisschen hier die Zeit vordrehen, sonst dauert das ja ewig, 19 Uhr. Oh, oh, er geht. Kitty geht auch. Ja, ich muss ja zum Glück nur rüber, aber ich gehe in die ganz andere Richtung. Ich laufe einfach mal diesem netten jungen Mann hinterher. Naja, diesem netten alten Mann. Ja, stapft die Kitty mal irgendwo hin. Ich weiß nicht wohin, denn eigentlich wohnt sie ja da, aber sie ist sowieso voll selten bei sich zu Hause. Was macht Julian? Julian geht weiter. Ich finde es gerade mega interessant, das so zu beobachten. Oh, hier ist Ronny. Da ist der gute Ronny, die quatschen aber nicht miteinander. Wir könnten sowieso mal schauen, wer hier in der Nachbarschaft so rumläuft. Ach, weiter geht's schon gar nicht, schade. Ja, Kitty, keine Ahnung, wo du hingehst, aber mach mal. Na, Ronny kommt doch jetzt bestimmt zu uns, oder? Nee. Also ganz ehrlich, das mit... Ah, da ist sie schon. Das mit Julies Arbeitszeit, beziehungsweise allgemein der Arbeit, hat mich gerade wirklich verwirrt. So, du hast Hunger und keinen Spaß, ne? Das war ja zu erwarten, so, deshalb darfst du... Was denn Comedy, Witze schreiben? Hast du dabei Spaß? Ich weiß es nicht. Bist ja jetzt nicht so die große Schreiberin. Aber ich weiß nicht, könnte man ja eigentlich mal machen, ne? Bin ich jetzt mal gespannt. Oh nee, da sinkt der Spaß. Okay, vielleicht sollten wir doch ein Spiel spielen. Sportspaß, machen wir mal das.
Boah, ich komme gerade von der Arbeit. Jetzt wird erstmal ein bisschen gezockt hier. Ja, ein bisschen Fußball. Oh ja, ich liebe Fußball. Ja, abseits? Nee, keine Ahnung, was abseits ist. Oh nein. Ja, einfach mal ein bisschen wild rumklicken. Da ist die Kitty schon wieder, hat sich umgezogen. So, ich werde jetzt noch einmal ganz kurz hier durch die Nachbarschaft fliegen, um zu schauen, ob wir noch ein paar bekannte Gesichter sehen oder aber ein paar unbekannte Gesichter, die zu bekannten Gesichtern werden könnten. Aber wie es aussieht, ist es gerade echt relativ ruhig. Schade. Die Kitty klopft schon wieder an die Tür. Ne, was macht Julian denn da? Julian? Julian? Was machst du da mit der alten, traurig guckenden Oma? Oma will Burger essen? Wer ist das eigentlich? Der sieht auch ganz schnieke aus. Marcel Jakob. Geht eigentlich, ne? Den könnten wir uns mal vormerken. So, du zockst. Die Kitty steht vor der Tür. Die werden wir auf jeden Fall noch reinbitten. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge Die Sims 4. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder und erfahren ja dann eventuell, wer hier drin wohnt. Ich habe die Person noch nicht hier gesehen. Echt schade. Wir schauen nochmal... Na komm, wir schauen nochmal rein, aber man kann echt nichts sehen. Gut, Leute, ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Da ist die Kitty. Also, bis dahin. Tschüss.